Willkommen zurück zum Kursprogramm N2. Wir schauen uns jetzt das Thema Operatorenüberladung an. Und dazu löschen wir erstmal diesen Code, den wir in den vorherigen Videos hier in der Program CS benutzt haben, wieder weg. Und bauen eine neue Klasse, die Adresse heißt. Und man erstellt eben eine Adresse, indem man eine Straße angibt, zum Beispiel die Universitätsstraße 31 in 93053 Regensburg. Und diese speichern wir uns eben in einer Variablen. Und dazu erstellen wir uns hier jetzt einfach mal die Klasse. Das können Sie auch machen, wenn Sie es so dastehen haben und die Klasse existiert noch nicht, indem Sie den gewohnten Steuerung Punkt machen und dann hier sagen, wir möchten eine Klasse dafür erstellen. Dann haben wir hier jetzt eine neue Datei bekommen, die eben Adresse heißt. Und hier können wir dann diese Klasse definieren. Dann nehmen wir das erstmal weg, gehen wieder zurück ins Programm. Wir sehen hier schon, dieser Konstruktor für die Adresse existiert nicht. Auch den können wir uns generieren lassen. Wenn wir das haben, sehen wir eben, dass hier automatisch dieser Konstruktor erstellt wurde. Und wir können hier eben sagen, das ist eben die Straße und das hier ist die Postleitzahl. Und hier haben wir den Ort. Dann nutzen wir das eben hier unten. Und genauso möchten wir natürlich auch unsere Parameter benennen, damit der Nutzer unserer Klasse das besser lesen kann. So, okay, dann bieten wir für diese Sachen auch noch eben jeweils eine Eigenschaft an. Auch die können Sie automatisch gestalten oder es sich erstellen lassen, wenn Sie auf ein Feld klicken. Mit Rechtsklick kommt hier dann irgendwo ein Punkt Refactor. Dieser Punkt ist bei mir etwas anders oder sieht etwas anders aus, weil ich ein zusätzliches Tool, wie ich schon mal erwähnt habe, habe, das ReSharper heißt und das IntelliSense in einigen Teilen ersetzt, die Standard-Unterstützung, Code-Unterstützung von Visual Studio. Und hier machen wir eben, also bei Ihnen schaut es ähnlich aus, ich glaube, Refactor ist bei Ihnen oben angesiedelt, heißt auf Deutsch umgestalten und hier können Sie eben sagen, dass Sie eben dieses Feld kapseln wollen und hier müssten Sie dann eben, bei mir sieht es so aus, bei Ihnen etwas anderes, aber im Prinzip ist die Funktionalität gleich. So, wir haben jetzt hier diese Klasse, machen wir auch Public, so wie es standardmäßig bei uns sein sollte. Und wir schauen jetzt nochmal zurück ins Programm. So, und was ich jetzt machen möchte, ich möchte eine total gleiche Adresse erstellen und die hier mal überprüfen. So, und jetzt gucke ich mal, was bei der Überprüfung rauskommt, wenn ich sage Adresse 1 gleich Adresse 2. Üblicherweise würde man jetzt standardmäßig sagen, es sind zwar zwei Objekte, aber die Objekte sind ja von ihren Werten her gleich. Das heißt, hier müsste eigentlich true zurückkommen. Zumindest würde man das intuitiv erwarten. Wenn wir das aber mal ausführen und auf die Konsole nach diesem Teil gucken, sehen wir hier eben, das ist false. Das liegt damit zusammen, dass ja Adresse implizit von Object erbt. Und bei Object ist, oder standardmäßig ist es halt so vorgegeben,
dass der ist gleich Operator eben dafür sorgt, dass diese beiden von diesen beiden Objekten jeweils die Speicheradresse verglichen wird. Also standardmäßig, wenn wir den ist gleich Operator anwenden, haben wir hier die Speicheradresse von 1 ist die gleich der Speicheradresse von 2. Das ist natürlich nicht der Fall, weil es zwei unterschiedliche Objekte sind. Einmal hier, einmal hier. Und deswegen wird hier false zurückgegeben. Man kann diese Funktionalität des Operators aber überladen in der Klasse. Und das schauen wir uns jetzt an. Überladung geht wie folgt. Wenn man Operatoren überlädt, ist es ganz einfach bloß eine neue Funktion, die wir zur Klasse hinzufügen. Die sollte public sein, damit man halt eben auch von außen darauf zugreifen kann. Und wichtig auch, sie ist statisch. Die muss statisch sein. Wir haben eigentlich mal gesagt, statisch so weit wie geht vermeiden, aber hier ist es notwendig. Und der ist gleich Operator, der gibt natürlich einen booleschen Wert zurück, weswegen wir hier eben auch bool als Rückgabetyp angeben. So, jetzt würde normalerweise der Bezeichner der Methode kommen, aber hier gibt es eben eine spezielle Schreibweise und die heißt eben Operator und dann gibt man den Operator an, den man überladen möchte. Jetzt kommen die Parameter. Wir sehen, wir haben hier links etwas vom Typ Adresse und hier rechts auch was vom Typ Adresse. Das heißt, wir brauchen hier zwei Parameter. Genau eben nach diesem Schema. So, und innerhalb dieser Methode müssen wir jetzt eben überprüfen, ist die erste Adresse gleich der zweite Adresse. Deswegen gucke ich jetzt mal, erste Adresse ist die Straße gleich der Straße von der zweiten Adresse und ist die Postleitzahl gleich der Postleitzahl hier und ist bei der ersten Adresse der Ort gleich dem Ort der zweiten Adresse. Wir sehen hier jetzt noch einen Fehler, den der Compiler anzeigt. Also prinzipiell ist die Methode erstmal richtig implementiert, aber der Fehler, der hier jetzt noch auftaucht, das können wir uns ja auch mal anschauen, heißt eben, dass wir den ist gleich Operator für Adresse, wenn wir diesen überladen, ebenfalls den Ungleich-Operator, also das Ausrufezeichen ist gleich, ebenfalls überladen müssen. Warum? Weil diese beiden Operatoren letztendlich, wie soll man es sagen, einen Komplementär bilden. Das heißt, es wäre für den Nutzer irgendwie nicht konsistent, wenn wir hier Adresse 1 ungleich Adresse 2 machen und dann aber hier dieser Operator nach einer ganz anderen Logik, eben nach der Logik von der Standardlogik von ungleich ist gleich vorgeht, der aber nicht. Und deswegen schreibt C-Sharp es vor, wenn wir den ist gleich Operator überladen, müssen wir ebenfalls den ungleich ist gleich Operator überladen und das sieht dann eben im Prinzip genau identisch aus. Erste Adresse. Zweite Adresse. Und was man halt hier in diesem Fall macht, man ruft einfach den ist gleich Operator auf. Für erste Adresse gleich zweite Adresse. Aber man negiert diesen kompletten Ausdruck. Ne? Weil der Ungleich-Operator macht ja genau das Gegenteilige zum ist gleich Operator. So. Warum tauchen jetzt hier noch diese beiden blauen Unterstrichelungen auf, weil hier eben das Problem sein kann, dass dieser Wert oder dieser Wert null sein könnte. Und jetzt kommen wir auch mal in die Bredouille, dass wir Reference Equals einsetzen müssen und nicht mehr den ist gleich Operator. Wir sehen gleich warum.
Also ich überprüfe mal, ist die erste Adresse gleich null? Wenn das der Fall ist, dann gebe ich zurück, dass die zweite Adresse null ist. Warum? Wenn die erste Adresse null ist und die zweite auch, dann sollte ich ja in diesem Fall true zurückgeben, weil ja hier dann letztendlich null mit null verglichen wird. Ist die zweite Adresse jedoch nicht null, dann gibt dieser Ausdruck hier false zurück und es passt wieder. Dann wäre eben erste Adresse null. Bei zweiter Adresse würde sich um ein Objekt hinter der Referenz befinden und das wäre natürlich der Fall, dass wir dann false zurückgeben bei diesem Vergleich. Und jetzt bekomme ich hier an der Seite aber schon den Hinweis, Vorsicht, du hast hier einen rekursiven Aufruf. Ja, wieso das denn? Das hier ist genau dieser ist-gleich-ist-gleich-Operator. Wir verwenden hier erste Adresse mit zweiter Adresse. Dieses null wird ja als vom Typ Adresse dann auch interpretiert. Und wenn wir das hier anwenden, landen wir letztendlich wieder hier oben bei diesem Aufruf. Das ist ein rekursiver Aufruf in diese Funktion wieder hinein. Und genau das wollen wir vermeiden. Und damit wir das umgehen können, müssen wir jetzt eben mit der reference equals Funktion von Object, die wir uns vor einigen Videos angeschaut haben, eben hier überprüfen, ist die erste Adresse null. Ist genau das Gleiche. Und hier haben wir natürlich auch diesen rekursiven Aufruf. Deswegen müssen wir hier auch das in derselben Schreibweise anschauen. Ja, und da hier, sobald wir hier sind, immer noch die zweite Adresse null sein kann, muss ich eben auch hier überprüfen. Wenn die zweite Adresse null ist, dann gebe ich eben false zurück. Somit kann ich wirklich ausschließen, dass hier innerhalb dieser Überprüfung, die eigentlich das Wesentliche der dieses ist-gleich-ist-gleich-Überladung ist, eben eine Null Reference Exception auftreten kann. Was Exceptions sind, schauen wir uns dann nochmal genauer an, wenn wir eben dieses Thema in einem weiteren Video behandeln. Okay, was wir jetzt eben machen können, ist, wir haben diesen Operator überladen, das heißt, es wird die entsprechende Funktion aufgerufen. Wenn wir hier durchdebuggen, kommen wir da auch tatsächlich hin, also wir landen. Okay, muss ich etwas anders machen, einen Moment. Standardmäßig, wenn wir F11 drücken, gehen wir eben bloß in Funktionen rein und nicht hier in diese Operatoranwendungen. Wir können aber Shift, Alt, F11 drücken und dann sehen wir hier die tatsächlichen Aufrufe. Und hier können wir dann explizit auswählen, dass wir eben in diesen ist-gleich-ist-gleich-Operator hineinspringen wollen. Genau das mache ich jetzt mal. Wir landen eben in dieser Funktion, überprüfen, dass ja nichts null ist und überprüfen dann eben hier, ob diese Objekte gleich sind. Und da wir das gemacht haben, kommt jetzt hier auch tatsächlich das True im Gegensatz zu vorher dem False bei dieser Adresse zugegen. Und hier beim Ungleichoperator dann natürlich False. Okay, so viel zur Operatorenüberladung. Wir schauen uns jetzt kurz nochmal im Skript an, welche Operatoren denn überhaupt überladen werden können. Und das sind eben diese hier. Wir haben unäre Operatoren, wir können quasi das Plus überladen, wenn wir das Vorzeichen eines Objekts letztendlich ändern wollen, dann können wir das so machen, Plus und Minus. Wir können die Negation, den Tilde überladen, den wir eigentlich bis jetzt bloß bei Destruktoren gesehen haben. Plus, Plus, Minus, Minus, diese unnären Sachen und wir können sogar True und False überladen. Machen Sie das nicht, im normalen Programmieralltag brauchen wir es nicht. Wenn wir was überladen möchten, dann eben hauptsächlich den ist-gleich-ist-gleich-Operator oder den ungleich-ist-gleich und eben diese hier hinten, kleiner gleich, größer gleich,
kleiner und größer. Ich habe diese hier eben in Klammern angegeben, weil es hier eben notwendig ist, dass wenn man den einen überlädt, auch den anderen überladen muss, wie wir gerade eben schon gesehen haben. Das gleiche trifft natürlich auf kleiner und größer, als auch auf kleiner gleich und größer gleich zu. Und diese untere Reihe ist eben eigentlich die wichtigste, weil wir eben diese brauchen, um Werte auf Gleichheit oder Objekte auf Gleichheit zu überprüfen oder wenn wir sie sortieren möchten, welcher der Objekte ist größer, gleich oder kleiner. Genau dazu braucht man das. Hier oben, diese Sachen sieht man eigentlich sehr, sehr selten überladen in C#. Okay, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Das war eben die Operatorüberladung und wir sehen hier unten schon, im nächsten Video geht es dann um implizite und explizite nutzerdefinierte Typumwandlungen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.